Wir haben letztes Mal haben wir sind wir ja relativ weit gekommen. Wir haben die Slums endlich verlassen und wollen jetzt auch Richtung Ameisendorf gehen. Und da bin ich schon ganz gespannt, was uns da erwartet. Wir suchen auf jeden Fall nach weiteren Geheimnissen in Ameisendorf. Und ich würde sagen, wir starten einfach rein. Hier. Genau, steht Ameisendorf und da gab es auch das erste große Story-Revival. Also unser kleiner Roboter, dieses B12 oder B12, dass der ein Mensch ist. Oder besser gesagt, dass der Mensch sich hochgeladen hat und sozusagen jetzt in diesen Roboter mit drin ist. Jedenfalls seine KI oder die Gedanken. Mal sehen, wie weit das auf jeden Fall geht. Und das war so ein Pod, wo sich der Mensch dann hochgeladen hatte und wahrscheinlich geht es auch den anderen Robotern so, da sie essen, da sie Kleidung tragen, da sie irgendwie Vater- und Kindgefühle füreinander entwickelt haben, was wir auch vorhin herausgefunden haben. Und das ist schon super spannend. Das ist wahrscheinlich auch einer der größeren Story-Highlights dann, dass man irgendwie herausfindet, dass die ganzen Menschen eh nicht mehr existieren, also alle, die in die Roboter mit drin sind, aber die sich irgendwie daran nicht mehr erinnern können. Und wir gehen auf jeden Fall, wir erkunden das einfach mal, das Gelände. Ansonsten könnt ihr mir gerne sagen, ob ihr mich gut genug versteht. Und wir treffen mal einen ersten Roboter. Es tut mir leid, ich brauche einen Moment, mir ist gerade nicht nach Reden zumute. Das ist jetzt, wo er erkannt hat, dass er eigentlich ein Mensch ist. Okay. Ich kann anscheinend erstmal keinen treffen. Ah, scheint glücklich zu sein, scheint kaum bald drauf zu sein. Und das ist ja diese berühmte Außenwelt jetzt. So, kratzen wir erstmal dran. So wie sich das gehört, wie eine Katze. Wir sehen, ob die Kratzspuren nachher noch da sind. Was machen die denn? Katastrophe. Oh, das schöne Spiel. Hier kann ich auf jeden Fall mal runter. Mache ich einfach mal. Und ich gehe mal. Denn ansonsten, ich kann euch, das Spiel kann man wahrscheinlich auch an einem Abend komplett durchspielen, aber ich würde euch raten, das zu genießen in kleinen Teilen, damit sich die Faszination immer wieder von neuem kommt, weil sonst nutzt er sich auch irgendwie zu schnell ab. Aber ich glaube, ich muss wahrscheinlich schon irgendeinen gewissen Progression haben, damit auch dieses irgendwie wieder mit mir spricht, weil ich kann gar nichts gefühlt machen. Das ist ja natürlich wie eine Katze so ein bisschen umherspringen. Aber gehen wir doch mal wieder hoch. Zack, zack, zack. Na, ja, ist echt. Ja, baut ihr das mal auf? Mach ich euch eh gleich wieder kaputt. Ah, da oben kann ich doch was machen. Kann ich jetzt eine Farbdose umschieben? Ah, die Katzen macht Katzensache. Natürlich trage ich mit der Farbdose. Wie gefällt euch das? Anscheinend ist es denen egal. Naja, was macht ihr denn hier? Hier kann ich. Ah, hier kann ich auch wieder kratzen. Schön. Aber dafür, dass das Ameisendorf auf die Außenwelt sein soll, ist das irgendwie auch nicht so richtig cool. Weil Himmel gibt es ja immer noch nicht. Überall kann man kratzen. Ich gebe es dafür irgendwo ein geheimes Achievement. Stoppen. Und wir schauen mal weiter. Kann ich eigentlich Fernsehen schauen als Katze?
Da will ich am liebsten hier anspringen. So, aber wir haben ja eh so eine richtige Quest bekommen. Ja, der reagiert auf mich. Mal sehen, was er davon hält. Ich glaube, er findet es gut, dass ich den Teppich da kratze. Also ich glaube, ich muss erstmal auf jeden Fall höher, damit ich auf diesen einen Typen treffe. Okay. Aber auch spannend, dass das wie so ein Schlauch aufgebaut ist. Was habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen alles passiert? Ich wollte die Stadt öffnen. Aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Wie ich verstanden habe, sind hier Leute ja um so einen Schutz, haben sich eigentlich da ja eingeschlossen. Aber da ich als Katze ja von außen komme, gehen mal weiter. Ah, hier ist er. Was ist das? Das weigere ich mich auch vorzulesen. Ah, Z, Balthasar. Wie weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner transzendentalen Meditation stören sollte? Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als ich vorhin den Anruf erhielt. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden. Und Clementine ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn man noch die Außenwelt sehen will, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier für dich. Ich habe ihre Adresse auf der Rückseite dieses Bildes geschrieben. Ah ja. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unseres kleines Dorf hinaus. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen. Frag jetzt, bin ich eine Katze oder ein Kater eigentlich? Ich identifiziere mich irgendwie selber als Katze. Will ich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Du könntest mir aber viel Erfolg wenigstens wünschen. Weil ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin der Mensch, wahrscheinlich der Letzte auf der Welt, und jetzt sehe ich an, was für mich geblieben ist. Vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerung wiederherstellen und sich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen oder weiter ins Stadtzentrum. Weil wir befragen natürlich die Gefährten. Was ist passiert? Das klettern sie davon aus und kommen wir zum Stadtzentrum. Meine alten Freunde, ich vermisse sie die ganze Zeit. Das ist interessant. Auf der Rückseite des Bildes. Dann schaue ich mir das doch mal an. Tolle Adresse. Damit kann ich ja voll was anfangen. Was meint denn der B12 dazu? Ein Bild von Clementine und Z. Balthasar. Er hat uns gesagt, wir sollen sie finden, gibt es Außenweltern. Deshalb ist auch eine Reihe von Symbolen abgebildet. Kann ich irgendwas machen? Oh. Das mag aber jemand. Das gehen wir mal wieder runter hier. Gibt es hier irgendeinen Shortcut zum Runtergehen? Hier gibt es doch was. Was ist ein Sackgassensymbol, okay? Ich gehe erstmal runter.
und begrüße erstmal alle, die ich manchmal begrüßt habe. So. Das wäre der erste Typ gewesen, den ich gefunden hätte. Hallo. Wusstest du, dass es 900 Schattierungen von weißer Farbe gibt? Aha. Ach, sieh mal, ich kreiere gerade meinen eigenen Farbton. Ich nenne den Müllbau. Blöd. Wäre eine Schande, wenn jemand diese Farbdose runterschubsen würde. So, was mit euch? Er ist ja die konstruktivische Phase, wie sie sagt. Sicher, dass sie eine große Künstlerin werden wird. Wenn sie noch woanders üben könnte. Du? Mumuch, Tübingbruch von frischer Farbe. Mich an, warte mal. Ich kann nichts riechen, wie schade. Kein Geruchssensor drin. So, es wäre eine Schande, wenn jemand die hier beim Spiel stören würde. Das würde sich ja keiner trauen. Ich komme nachher noch mal vorbei. Jetzt sprechen wir mal mit denen, was die da so schönes suchen. Manche mögen das Schrott nennen, für mich sind es Schätze. Denkens. In vielen Zyklen war ich ein Pagenbot, hab mich dann aber zum Schatzsucher umfunktioniert. Hört sich vielleicht fantastisch an, kann aber hart und grausam sein, so wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Armer Kerl, möge in Frieden rosten. Ja, aber irgendwie waren das ja früher alles so Putzroboter. Aber sind eben sehr menschlich auch unterwegs, als ob sich denn die Menschen in den Putzroboter denn geladen haben. Rote Pflanze nehmen. Hell damit. Denkens. Ja, hier kann ich nichts zeigen. Okay, was habe ich erstmal eine rote Pflanze? Die brauche ich bestimmt für später für irgendwas. Also, ich will immer ganz oft A drücken, aber man kann die Taste auch einfach gedrückt halten. So. Hier kann ich nichts mehr machen. Oh, hier kann ich hoch. Cool. Eine Liederpflanze nehmen. Eigentlich hätte ich auch Lust, einen Vogel zu jagen gleich, wenn ich schon mal so unterwegs bin. Ah, hier kann ich mir was merken. Diese Sprache, die Robotergefährten haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau, wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diesen Boden umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis sie es alle verstehen. Jetzt, wo ich draußen bin, wäre ich voll nämlich ganz neugierig darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. So, jetzt kann ich den aber ja mal ein bisschen mal aufwecken hier, den Roboterfreund. Isaac. Elektrosog überall. Mach was mit mir. Ich schalte wenigstens den Fernsehen um.
Das ist total schade, dass ich mich nicht irgendwie auf den Schoß da so ein bisschen so legen kann oder auf sein Gesicht. Naja. Kann ich hier mal irgendwas machen? Ich kann hier rauf. Nun? Naja, geht's weiter. Sprung, Sprung. Hallo. Kundelisch. Ibims, die Katze. Oh, Hallöchen. Es ist schon so lange her, dass wir Besuch hatten. Naja, außer diesen verdammten Zwergs natürlich. Stell dir vor, wir könnten uns ihre Kraft zunutze machen. Sie in ein Rad oder so laufen lassen, was für verschwendetes Potenzial. Ja, so ein bisschen wie Hamsterdende. So, was kann ich hier denn Gutes tun? Wenn ich groß bin, möchte ich so berühmt sein wie Tante Clementine, okay, ist denn der Neffe? Nichte? Nichte? Kannst du nicht einordnen. Ich auch gern alles erforscht wie sie, aber die Erwachsenen haben uns verboten, das Ameisendorf zu verlassen. Ja, so schlimm ist das Ameisendorf ja nun auch nicht. Solche könnten die wahrscheinlich hoch, aber ich nicht. Ich möchte hier hoch. Und mit dir mal sprechen. Alexander. Das beruhigende Geräusch von fallendem Müll, schimmernden Wasserfällen, keinen Gefahren. Es ist ein herrlicher Ort, um an meinen Gedichten zu arbeiten. Hier, hör mal. Du mächtiger Baton, so sag, der mich in seinem Schoß schützt, sollst du auch dein, mein Grab? Wollte man mal für mich lesen. Du mächtiger Beton, so sag, der mich in seinen Schoß schützt, sollst du auch sein, mein Grab. Und komm mal, Väter, gefühlt. Ist das so feierlich? Hm. So verschwurbelt so ein bisschen. Wäre es eine Schande, wenn ich als Katze da oben raufgehen würde? Das wird nie langweilig. Ja, versucht's bitte nochmal. Das ist, was man hier wirklich machen muss, wenn wir wirklich so ein bisschen die Katzensache richtig genießen. So. Nee, jetzt wage ich hier mal die andere Seite hoch. Hier hoch. Irgendwann muss ich mit dir nochmal sprechen. Was kann ich denn hier machen? Kann ich hier schaukeln? Kann ich liegen? Liegen und schaukeln. So. Ja, dann lege ich mich mal hin, ne? Schau mal, was die Welt so bringt. Gute Zeit im Hydrid zu bleiben. Ansonsten schreibt gerne mal in den Chat, wie ihr dieses Spiel findet. Ob ihr es selber spielt, ob ihr einfach nur sowas mögt zum Zuschauen. Würde mich mal interessieren. Es kommt auch Hintergrundmusik ein bisschen dazu. Ist sehr minimalistisch, die Musik auch hier gehalten. Auch so interessantes Pacing die ganze Zeit, also dass dann irgendwie mal so eine schnelle Szene, wo man so ein bisschen Flucht machen muss, wo man auch mal stirbt, aber mit sehr fair gesetzten Checkpoints. Und dann jetzt auch mal so eine Szene einfach, wo es immer weiter nach außen geht. Dass man auf jeden Fall hier so ein bisschen suchen muss zu genießen. Durch die ganze Szenerie so ein bisschen aufbaut. Schön. Reicht aber. Kann ich irgendwas Cooles noch machen? Nee, ne? Ich kann hier hinspringen. Und da, hier hin.
Und ich erkunde mal weiter. Und mit dir habe ich schon gesprochen, glaube ich. Ja, genau. Und hier kamen die anderen Leute dann hoch. So, hier war der Balthasar. Und, das ist eigentlich immer so, dass die Katze das kaum schafft. Hier haben wir ein Sackgassensymbol. Hey, was geht? Eine Bar hier oben. Habt ihr auch Rum? Oder Gin Tonic? So ein typisches Berliner Ding gefühlt. So Burgers und Gin Tonic. Dies Essen ist wirklich köstlich. Als was anderes gibt es hier nicht. Die Frage ist, warum müssen wir überhaupt essen? Das sind Roboter. Wir brauchen eigentlich nur Strom. Wenn ich weiter diesen Müll in mich reinfresse, muss ich mir das Frontgehäuse abschrauben. Vielleicht sollte ich meinen eigenen Laden aufmachen, denn schlimmer kann es wirklich nicht mehr werden. GPU Flatrate S-Buffet. Stell dir das mal vor, man könnte das Zeug immer und ewig essen. Ich miau hier einfach mal rum. Kochzeit gefällt's der Person nicht. Man nennt mich den Blechkoch, denn ich habe mich auf das Upcycling von Überresten spezialisiert. Das heutige Angebot Ramen J45 mit meiner geheimen Zutat. Ich hätte dir von meiner geheimen Zutat erzählt. Bisher noch niemand. Vielleicht finde ich das heraus, was eine geheime Zutat ist. Bestimmt GPU. GPU-Chips. So. Ich werde jetzt irgendwas machen. So, auf jeden Fall kann ich hier gleich hoch, nehme ich mal an. Da geht es auf jeden Fall weiter. Bevor ich das mache, wollte ich eigentlich noch mal die Blüten DNZ Balthasar sein. Ah. Oder hier geht's dann hoch, ne? Immer irgendwas Cooles? Irgendwas Verstecktes? Ach, Katze. Hier darf ich runter, okay. Ist ohne Umschweife mal zu ihnen. Ey, dieser Sprung schafft ihr aber auch nicht immer. Was hältst du denn von der roten Pflanze? Was, jetzt bin ich ein weltlichen Besitztum? Meine Lieder? Das ist also nicht so viel davon, wie ich verstehe. Mit den Mahjong-Spielern noch mal sprechen. Bevor ich die... wer könnte hier in weltlichen Besitztümern interessiert sein? So, wo waren die denn? Die waren da bestimmt hier irgendwo. Da. Hallo. Ich habe zwar 6 Spiele zu 6 gewonnen. Sagt niemandem, dass ich tatsächlich auch wohl in dieses Spiel zu gewinnen. Ist nicht gesehen, hätte ich mindestens 8 mal gewinnen müssen. Ich möchte auch aber gerne mitspielen.
So, jetzt geht's aber hoch. Jetzt geht's hoch. Jetzt geht's hoch. Also, glaube ich, habe ich hier unten alles erkundet. Was man irgendwie hätte erkunden können. Habe auch, wie gesagt, zwei Blüten gefunden. Hab den Schlafplatz gefunden. Ken hat gesagt, oh, ich hätte so gerne eine Blüte. So, jetzt geht's weiter. Ich will noch mal irgendwie eins höher. Hier würde ich höher kommen, aber da hinten habe ich irgendwie auch mal was entdeckt, was ich irgendwie erst noch mehr anschauen möchte. Also da komme ich auf jeden Fall höher. Aber wir wollen auch mal ein bisschen abseits des Weges gehen. Gelbe Pflanze nehmen. Die hätte ich sonst nämlich nicht entdeckt. Da gibt es auch so ein Meme, wie so eine Katze dann irgendwie da keine, keine Mäuse oder so bringt, sondern so Blüten hat man eine Katze gebracht. Ging gut viral. So, jetzt geht's aber hier hoch. Ah. Hallo. Marlo. Hallo Kleines, wie geht es dir? Wusstest du, dass Hunter Clementine uns beigebracht hat, wie man besondere Pflanzen züchtet, die ohne Sonnenlicht leben können? Hm, Clementine, aber es hat eigentlich diese große, böse Recycling-Kampagne gemacht, die auch die Killerbakterien gehabt haben. Ich habe eine riesige Sammlung davon. Willst du sie sehen? Es fehlen noch ein paar Farben. Gelbe, rote und lila. Ach, die habe ich ja zufälligerweise schon alle. Ein kleiner Flinkes, der mich holen könnte. Das wäre natürlich schön, ne? Na gut, ich bin ja mal nicht so. Rot. Oh, danke. Lila. Und gelb. Abzeichen. Pflanzenabzeichen. Sieht gut aus. Und wo habe ich das jetzt dran? Hier habe ich das mein Musikabzeichen? Aha, hier habe ich mein Pflanzenabzeichen. Und Polizeiabzeichen fehlt mir noch. So, was ist denn mit dir? Mir ist langweilig. Tante Clementine hat hier früher Unterricht gegeben. Wir haben eine Menge cooler Sachen gelernt. Ist auch immer noch der 11. Oktober. Spannend, dass die Zahlen hier bis 16 gehen. Das ist immer eine Willkommensmatte. Wir haben mal meine Spuren hinterlassen. Ah, das geht hoch. Na komm. Noch eins höher. Ich will irgendwas machen, so ein bisschen aus Versehen Farbe runterfallen lassen. Schön, dass die Entwickler da so einen Gag mit reingebaut haben. Und es geht hoch. So. Ich glaube, das war das letzte Sinnvolle. Und jetzt so. Vom Setting her ist auf jeden Fall leicht anders. Zack. Hier mal hin. Kann man hier irgendwas Sinnvolles machen? Nee. Na, geht's halt hier hoch. Hab auch diese blöde Lampe nicht mehr. Naja, gleich Cutscene. Hm, na gut, kann ich mir gar nicht mehr umschauen. Oh, wir sind schon hier gelandet. Erstmal umdrehen. So. Dann streunern wir mal hier weiter rum, würde ich sagen. Also wirklich schönes Lichtspiel. Einfach so ein kleiner Tunnel hier. Okay.
Okay. Der Cutscenes für das Licht ausgemacht. Strom sparen hier. Eine U-Bahn, ja, ein alter U-Bahn-Schacht. Also ich bin noch unter der Erde auf jeden Fall. So, ist jetzt meine Ableitung da draus. Schau, eine U-Bahn-Station. Ach. Ich habe ganz vergessen, dass es diese Art von Transportmittel gibt. Man kann mit U-Bahn in der Stadt hinfahren. Die Leute fuhren damit zur Arbeit. Ich habe sie auch benutzt. Jeden Morgen, nachdem ich mich von meiner Familie zu Hause verabschiedet hatte. In Berlin machen die das immer noch gern. Ich erinnere mich. Ich habe das für sie getan, aber jetzt sind sie nicht mehr da. Das ist schon so lang her. Wir wollten die Außenwelt sehen, aber ist das überhaupt noch wichtig? Was ist mit ihm passiert? Was ist mit all den anderen passiert? Jedenfalls sind wir in der Nähe des Stadtzentrums. Lass uns diese Clementine finden. Wir haben ein Foto von ihr. Das könnten wir einigen der Gefährten hier zeigen. Vielleicht können sie uns in die richtige Richtung weisen. Ah ja, schon wieder so eine Kernerinnerung. Okay. Was ist denn mit der, die ich übersehen habe? Da gibt es doch gar keinen Hinweis darauf, wo die hätte sein können, diese Erinnerung. Also falls ihr lieben Zuschauer, da schon mal genau diese Erinnerung irgendwie gefunden habt und mir sagt, wo ich die verloren habe, es würde mich wirklich freuen zu erfahren. Weil die scheinen jetzt zu kommen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, noch 6 weitere. Ja, die ist komplett weg für mich. Und die auch, oder vielleicht kommt die noch, weil die nicht so markiert ist. U-Bahn. 66%. Wir nähern uns langsam ans Ende des Spiels anscheinend. Naja, erkunden wir es erstmal. Hopp. Die Katze geht im Galopp. So. Kann ich denn U-Bahn fahren? Also das ist total unüblich so für... Also in Berliner U-Bahn wäre vorne nicht offen. Ich glaube, es wäre auch viel zu groß Sicherheitsrisiko. Aber findet man hier irgendwas Lustiges, Interessantes aus der Spielwelt heraus, wie irgendwie Anzeigen? Da ist diese Fokustaste. Priority Seating. Please give up to seating windows. Okay. Ansonsten ist hier, glaube ich, in der U-Bahn an sich nichts Interessantes. Emerging the Intercom to talk. Noch irgendwie. Now destroying. Zapfen. Irgendein Easter Egg drin vielleicht. Naja, sah halt eigentlich okayisch aus. Ah. Krieg ich den Energy Drink raus? Ne. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich unter der Bahn gehen? Mal sehen, was ich hier so finde. Licht. Hier hätten sie ruhig was verstecken können. Hinten noch irgendwas? Auch nichts außer Rost. Das hätte immer so was ganz Interessantes, so Lost Places. Also wirklich mal zu schauen, wenn irgendwie so ein Platz ja schon lange nicht mehr benutzt worden ist. Auch ganz Berlin ist ja davon voll. Wie zum Beispiel eine alte Bierbrauerei oder zum Beispiel diese ganzen Türme da, die es da gibt, diese früher aus dem Zweiten Weltkrieg. Um Luftangriffe abzuwehren. Und es wurde ja versucht, die auch wegzusprengen. Es wurde einfach nicht geschafft, da die so stabil gebaut worden sind.
Und das ist super interessant, das sich auch heute noch anzuschauen. Von daher, wenn ihr mal in Berlin seid, versucht das auf jeden Fall. So. Wie geht's denn hier weiter? Metroline. Speedline, Service Line. You are here, Upper Town. Lower Town? Ah ja. Helper. Ensure the well-being. You stay in Wallet City 99. Upper Town, okay. Das muss ich aber hier zum Control Room, den Exit. Wahrscheinlich auch das Spiel hier sich da beenden, nehme ich an. Aber okay, dann würde ich doch mal sagen, ja, danke. Und ich gehe mal hoch. Das sieht auch cool aus mit den Neon-Sachen. Das sieht schon cool aus. Vor allem auch langsam von diesen kleinen aggressiven Hamstern gehört. Na komm, hier will ich hoch. Hey, wohnt jemand? Hallo, ich bin's, die Katze. Möchten Sie über Cthulhu, unseren Erlöser, reden? Ledok. Was hältst du davon? Hm. Ich ändere mal die Musik für dich. Ich will mir auf jeden Fall was merken. Es gibt so viele Bücher hier. Das Vermächtnis des Turing-Tests, die Ethik der künstlichen Intelligenz. Ja, das haben sie auch mehrere Anspielungen tatsächlich dazu gemacht, auch über die Kreativleistung und wie zum Beispiel so die Familienverhältnisse sind untereinander. Eine von kenne ich wieder, hatte ich eine Bibliothek. Ich erinnere mich, dass nicht so gut war wie der Duft von Büchern und das Umblättern einer Seite. Es war das Gefühl, fast wie Trost. Ein Buch zu lesen war, als würde man Zeit mit jemandem verbringen. Hm. Ich persönlich habe ja auch so eine, nein, eine Bibliothek, würde ich jetzt nicht sagen, dass es dass ich eine habe, sondern eher so eine Art. Ja, so Bücher, so gerne mit dystopischen Settings, zum Beispiel 1984 oder sowas. Oder Schöne neue Welt von Huxley. Und das macht super viel Spaß, sowas lese ich total gern, deswegen finde ich auch sowas hier total spannend zu spielen. Und kann ich hier irgendwas machen? Nee. Ich habe mir auch mal ein Kindle geholt, aber irgendwie ein echtes Buch, weiß auch nicht, obwohl ich eigentlich so auch so im digitalen Zeitalter und am liebsten alles digital mache, wie zum Beispiel auf der Arbeit irgendwie keinerlei Papier mehr benutze, versuche ich doch tatsächlich hier die ganze Zeit oder bei Büchern auf jeden Fall mir doch eher die gedruckte Ausgabe zu besorgen. Die sind aber hier irgendwie weniger glücklich aus. Warum seid ihr denn nicht so glücklich hier? Wollt ihr mit einer Katze sprechen? Ist das schon die Upper City hier? Lower City? Erzähl mal was. Ich hab dir schon fünfmal gesagt, dass du nicht rumlaufen darfst, das ist gefährlich. Hey, so einen Roboter habe ich noch nie gesehen. Du siehst so flauschig aus. Guck mal, was ich hab, ein Bild. Oh, es geht um das Mädchen, auf diesem gesuchten Schirm gezeigt wird, richtig? Das ist aber nicht so gut. Jemand anderes fragen. Wieso wieder spricht er? Irgendwas zu wissen. Was ist das denn? Bitte gesucht? Unruhestifterin, Außenweltlerin, rebellisch. Jegliche Sichtung melden. Hm. Kann ich mit dir noch sprechen? Nico. Keine Sorge wegen dem Müll. Die Nico-Kooperation kümmert sich um alles. Ja, natürlich, weil ihr Killerbakterien geschaffen habt, die alles auffressen. Okay. Enjoy the world's safest city, Wallet 99. Ja, hab ich ja gesehen, wie spannend und wie gut das da ist.
Das ist ein Polizeiroboter. Friedensstifter 22106. Ihre Identität bitte. Kooperieren Sie oder Sie müssen ins Gefängnis überführt und rebooten. Haut dran. Bitte lasst mich in Ruhe. Ich bin nicht derjenige, nach dem Sie suchen. Eine Klimationsverschlechterung blüht in der Residenz. Ich finde es spannend, dass es jetzt so einen anderen Ton so ein bisschen angibt. Was war das ja alles entspannt, wie das Ameisendorf oder die Slums dann ja auch ganz interessant aus. Aber das sieht ja schon... Obwohl es die Obercity ist anscheinend. Ich bin ja... Da unten sind die Slums. Da unten kommen wir her, aus den Slums. Ist das hier oben aber gefühlt irgendwie auch nicht gerade besser? Obwohl ja alle irgendwie hoch wollten aus den Slums, ne? Bonobot. Was will das da unten? Diese Ebbe, diese Flut. Die Stadt verfolgt mich, sie verspottet mich. Ich habe früher mit ihr rumgehangen, aber sie wollte weg. Da wie ein frischer Wind und ein Spulus verschwunden, jetzt sucht man nach ihr. Das ist mir zu heiß. Psst. Hörst du das? Diese Ebbe, diese Flut. Was hältst du davon, wenn ich dein Bett zerkratze? Ist das überhaupt wahr? Komm ich an dabei. Schau es dir an. Da bist du von der Katze. Wieso magst du denn das nicht? Hier läuft einer rum. Kann ich mir den wieder im Weg stellen, so ein bisschen? Was macht der denn? Hey. Das ist auf jeden Fall eine kleine Drohne, die dich hier sucht. Die mich nicht beachtet, die Drohne. Ich hänge irgendwas Cooles machen. Ist hier irgendwas versteckt für mich? Sieht er aus wie perfekt für eine Katze. Aber anscheinend nicht. Anscheinend ist hier nix. Dann gehe ich doch mal weiter. Das hier? Ist drin? Hier durchschauen? Nee. Die Tür ist auch zu. Na, dann gehe ich halt das Schlauchlevel weiter entlang, liebes Schlauchlevel. Stadtzentrum. Wir sind im Stadtzentrum angekommen. Lass mich hier jemand rein. Hallo. Wir sehen uns später. Okay, Schatz, sei auf der Hut vor den Wächtern. Sie verhaften schnell ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen, bin ich klein. Jetzt mir geht's gut. Ja, das wird hier schon gut dystopisch, ne? Wenn irgendwie so willkürliche Verhaftungen grundlos stattfinden. Erinnert mich so ein bisschen an diesen, mit den ganzen Neonlicht, so ein bisschen an diesen Trailer, aber da waren mehr Roboter unterwegs. So, hier erstmal schön kratzen. Die Krallen müssen scharf sein für die Monster. Was liest du denn da? Oh, du bin ein Ninja. Five. Okay, okay, okay. Cool, cool, cool. Überleg mal, wenn ich morgen meinem Arm durch einen anderen Roboterarm ersetze und am nächsten Tag meinen anderen Arm und dann meinen Körper und so weiter, bis alle Teile ausgetauscht und meine Software aufgerüstet habe, werde ich derselbe Roboter sein, mit dem du jetzt sprichst? Das ist eine ganz philosophische Frage. Von Leute, die ich kenne, vermutlich wahrscheinlich irgendwie ein Wohnbüttel oder eine Schaffung machen, was du willst. Ja, wären wir da eigentlich das Gleiche. Könnte man wunderbar in so einen Philosophiekurs
Robert Oil debattieren. Was machst du denn hier? Über den Nikokorb abwählen den ganzen Tag, um den Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwertet wird. Aber was unten? Müssen wir so weiter her, so neu können von der Tate. Ach. Schön einfach runterschicken den Abfall, ist ja auch egal. So, was ist denn mit dir? Kannst hier nicht spielen. Der Nico ist kein Ort für einen kleinen Wuschel wie dich. Du bist gesperrt und nur für kurze Zeit. Wenn du ein paar Jahre warten kannst, machen wir gleich wieder auf. Ich glaube, ich kann die Zeit nicht warten. Kann ich hier irgendwas machen? Habe ich hier irgendwo eine bessere Sicht auf irgendwas? Ne. Ich kann hier unten durchkratzen, krabbeln. Husch! Ist das schon. Das ist ein Guss, die Grafik. So, hier. Ist das die Polizeistation? Richtig schön dreckig. Also so, dass man denkt, so die Oberstadt ist das Allerbeste. So ist es ja irgendwie auch nicht. Alle denken, es wäre immer das Elysium. Ich hab's zu tun. Was willst du? Ich mag den Gegenstand zeigen. Hau ab. Helfen will der also nicht. Der will bestimmt. Ne, hilft mir bestimmt nachher. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass ich nachher irgendwas noch mit denen zu tun habe. So, gehen wir mal weiter auf die Hauptstraße. Ein paar Pflanzen. Ein paar Sachen, die ich umrennen kann. Hier oben kann ich hoch. Ist hier noch irgendwas Spannendes für mich? Nicht so zufrieden mit. Vielleicht war da noch irgendwas, was ich nicht gesehen habe. Und nun? Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Und jetzt? Habe ich jetzt irgendwie höher noch mit irgendwas? Nee, ne. Hilfe, komm mal rüber hier. So, gehen wir einfach mal wieder runter. Schön, dass es auch hier geht. Und du? Was denn mit dir, die Türsteher? Der Club ist geschlossen, hau ab. Aber nicht für mich als Katze. Und bestimmt unten Hintereingang zum Club. Sprechen wir erstmal ein bisschen weiter. Ah, der mag Katzen. Ist ja Gauner. Von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Das würde er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, würde er sich. Will er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille wären, würde er auf einen Haufen Ersatzteile landen. Okay. Kann ich jetzt Katze was machen? Hast du hier hinten irgendwas Cooles für mich? Oh, hier gibt es ein Safe, okay. Hier gibt es ein Safe. Dann finde ich hier irgendwo den Code dazu. Das ist nicht lesbar. Das sind wieder diese Bilder von diesen Kühen, die überall sind.
Würde ich schon gerne wissen, was in diesem Safe ist. Ah, was bist du denn? Übersetzen. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. 2, 4, 5, 8. Hm. 2, 4, 5, 8. EDUC. Das irgendwie drehen mit irgendwas? Also es wird schon der Code sein, aber so direkt eingeben kann man ihn nicht. Ah. EDOC ist ja Code. Das heißt, durch mir hier noch einen Stift. Jetzt nicht, was bei mir liegt. Ja. So, jetzt knacken wir das gemeinsam. So, das C steht zuerst, das ist die 8. Dann kommt das O, das ist die 5. Dann kommt das D, das ist die 4. Und dann kommt das E, das ist die 2. Also eigentlich genau andersherum. Also, um das zu knacken, höchstwahrscheinlich, wir testen es gleich, muss man es einfach andersrum lösen. Code steht ja da und das ist dann die 8542. 8542. Schauen wir mal, ob das geht. Ha! Wir sind die Codeknacker schlechthin. Abzeichen. Die stellen da cooles. Katzenabzeichen. Sieht aber cool aus. Wollte ich das mal an? Ein digitales Katzenabzeichen. Ich bin eine gute Katze. So. Bei denen waren wir schon drin. Ja, warum auch nicht? Warum auch nicht? So. Kann ich hier irgendwie raufspringen? Auch nicht. Aber auf den Tisch hier verbietet mir ja keiner als Katze. So. Dass du mich nicht reinlässt, hat mich genervt. Also gehe ich selber hier jetzt rein. Ah ja. Weiß ich, ob man hier unbedingt zur OP sein möchte. Ich glaube nicht. Sollte man dann wahrscheinlich lassen. Ja, geht's auf jeden Fall ein paar Rohre hoch. Klingt das mir irgendwas hier hoch zu gehen? Auf jeden Fall kann ich schon ein bisschen springen. Ah, hier kann ich kratzen, okay. Lass mich rein, lass mich rein. Ich weiß nicht, was die Nachbarn da unten treiben. Ich höre immer wieder Geräusche von Kreissägen und Hämmern. Ja, ist ein OP-Saal für Roboter. Ah, schöner kleiner Gag. So. Hm. Komme ich hier rein? Da komme ich bestimmt später rein, so als Abkürzung eventuell. Wenn hier irgendwie ein Fenster offen steht. Aber jetzt anscheinend noch nicht.
So. Was habe ich hier? Neon-Sachen. Kann ich aber hier hoch? Hoch, hoch, hoch. Noch höher. Flaschen wegmachen. Ah. Ich glaube, dass er so eine Runde bestimmt so ein bisschen übersieht, wenn man da irgendwie nicht so richtig hochspringt. Schauen wir uns die mal an, diese versteckte Erinnerung im Stadtzentrum. Dieser Ort ist schön. Was würde ich nicht dafür geben, weiche Kissen zu spülen oder einen kalten Drink genießen zu können? Die Drohne ist zwar praktisch, aber ich vermisse es. Meine eigenen Körper zu haben, ich vermisse Gefühle. Ich vermisse es sogar, Schmerzen zu haben und hungrig zu sein. Ich weiß, das ist nicht hilfreich, aber wie wäre es noch ein bisschen länger bleiben? Danke fürs Zuhören, ich bin jetzt soweit. Ist tatsächlich hier gefühlt hier der schönste Ort, den ich bisher auch irgendwie auch gesehen habe. Warum brauchst du nicht auch Klimaanlagen? So, dann genießen wir das doch mal. Immer ganz interessant, dass man dann so leicht rauszoomt. Was im Fernsehen läuft. Also mal schauen, was aber die größte Zoom-Stufe ist. Ich glaube, mehr geht da irgendwie nicht raus. Aber schon ein schöner Fleck. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ja, die Katze kann sich erstmal drehen, dehnen. Naja, hier kommen wir auch ohne Probleme wieder runter. Wenn sie es zulässt. Wir wollen mit diesem einen Roboter auf jeden Fall mal sprechen. Warum regnet das denn da? Was so unten in der Stadt? Ich hatte dort einen Freund, Pfiffi. Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ah ja. Ich gefühl keine Energy Drinks mehr raus. Oh, dann geht's weiter. Tsujiro, mir gehörte mal eine Bar. Es war der gemütlichste Ort hier in der Gegend. Bis ich einen Schraubenzieher ins Knie bekam. Dann ist jetzt hier geschlossen. Das ist eine Skyrim-Analogie. Schön, dass ihr hier so ein bisschen Popkultur mit reinbringt. Da gab es nämlich auch irgendwie auch so einen Wärter, der irgendwie. Der wollte auch Abenteurer sein, hat er leider einen Pfeil ins Knie bekommen und dann konnte er nicht mehr weitermachen. Auch wenn mich der Typ nervt, er ist mein einzigster Kunde, versuchen bitte nicht zu verkraulen. Was soll ich tun? Ich würde ja gerne in die Bar da irgendwie rein. Das habe ich aber schon ziemlich was übersprungen. Naja, schauen wir mal weiter, wo ich rauskomme. Jo. Ist das nicht sowas von cool im Moment? So relaxed, dass uns nichts Schlimmes passieren kann. Was meint ihr dazu?
Ja, ich kenne sie. Ich habe sie früher oft gesehen. Ich glaube, sie wohnt hier in der Nähe. Immer davon gesprochen, die Stadt zu verlassen. Verstehe ich nicht. Ist doch toll. Warum weggehen? Ich glaube, sie nehmen Zufriedenheitsmacher. Greift. Der will sich irgendwie aufmerksam machen mit der Kamera. Ey, Dumpfbacke, wir können dich auch sehen. Und er wird bestimmt verhaftet. Das Leben langweilig, seit die Wächter unserer Residenz Kameras installiert haben. Kassenbank greifen. Hey, die Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Wir können dir eine geben, aber dafür musst du etwas sehr... Die Wächter haben 30 Sicherheitskräfte, um uns zu überwachen. Gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du sie uns vom Hals schaffen? Ja, ich denke schon. Dann schauen wir doch mal, wie wir das können. Also eine ist ja richtig gut sichtbar. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall eins höher. Ja, keine Treppe wie normaler. Normalerweise tun würde. Schön, den Kreis gehört haben. Okay, hier sind die Apartmentnummern. Aber erstmal um die blöde Sicherheitskamera kümmern. Das ist ja nicht mehr Gewicht einer Katze aushalten, ist schon eher arg schlimm. Hey. Wo ist denn die letzte Kamera? Ah. Ich will eigentlich lieber da hoch. Ah, komm schon, nicht von der Seite dann. Okay. Das können wir ja mal auch den Speed-Modus machen. Was geht bei euch? Was heißt, du hast deinen Charakterbogen vergessen? Ich habe die ganze Woche verbracht, die Sitzung vorzubereiten. Dungeons & Dragons Anspielung. Tut mir leid, ich weiß auch nicht, wo ich den gesteckt habe, aber das ist trotzdem spielen. Wer denn in diese Hölle gehen? Los geht's. Ich würde es ja gerne in andere Rollen reinmachen. Noch so ein bisschen von der Realität also zu entkommen damit. Jetzt aber. Hallo. Muss ich aber die Kassette haben. Guck mal, ich denke nicht, dass du schaffst. Wir nehmen den Preis, hast du dir verdient. Kassettenband. Meine Grafikkarte ist immer zu am Schreien. Das ist eigentlich laute Musik zu hören sein. Für irgendwas, wo ich gleich laute Musik auf jeden Fall brauche. So, schauen wir einfach mal weiter, nochmal kurz. Untersuchen. Okay, 3 grüne und 5 rote. 3 grüne, 5 rote. Muss also auf jeden Fall noch eins höher. Weil hier gibt es überall nur 2 grüne. Katze ist versteckt. Ach, bestimmt gibt es hier gleich eine Schleichpassage. Das merke ich jetzt schon, wenn überall die Kisten rumstehen.
Hier ist einer, wahrscheinlich hinschleichen, überall hinschleichen. Hier geht's runter. So, schauen wir mal weiter. Was machst du denn hier oben? Muka, was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der ähnliche Geräusche macht. Das Konzept gefällt mir. Hm. Was hältst du davon? Genau hier. Was für ein Lied. 3, 2, 3, 1. Ist irgendwie was dran? Wasser. Das geht wohin? Irgendwie runter. Schmeiß mal hier Schleichmusik an. So. Tap, 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 tap. Okay, 3, 5. Das ist es. Hier ist es, hier ist es. Geht's bestimmt gleich mit irgendwas Interessantem weiter. Wir springen einfach mal rein. Ins Verderben. Erstmal muss ich wieder wissen, dass die Katze da ist. Hier ist ein Schraubenzieher drauf. Ja, sieht schön aus mit den Blumen. Geld. Die ist auch gerne in Kisten versteckt. Ah ja, auch hübsch gemacht. Cutscene-Time. Hm. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal. Wer bist du? Was willst du von mir? Warte, jetzt hast du endlich beschlossen, jemanden zu schicken. Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du ja nicht gerade. Also, keine Sinn, aber ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Ich habe einen Weg zur Außenwelt gesucht. Seit ich das Ameisendorf verlassen habe, die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du mir helfen. Folge mir. Erstmal mag ich das hier mir ein bisschen weiter erkunden. Doch creepy mit der Puppe hier. Da ist bestimmt irgendwas drin für mich. Ah, ist aber hübsch. Das ist aber hübsch eingerichtet. Den Laken und der Lampe. Hier kann ich ein bisschen schlafen. Und dabei miauen. Wir haben heute wieder kurz innezuhalten. Trinkt, das ist draußen warm. Schön. So, dann schauen wir doch mal weiter hier. Ich glaube, ich habe schon eine ganze Weile an einen Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Brauchen ist eine Atombatterie. Ja klar, was auch sonst. Ich weiß nicht, in der Fabrik installiert hat.
Roboter einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu finden. Ich kenne seinen Namen nicht, aber er ist ein Roboter in Bomberjacke und einer Goldkette. Wir bringen ihm die Nachricht. Er sollte kein Problem mehr vorbeizuschleichen. Dann sagen wir, zögere nicht. Wirf so müde, die Stadt ist voll von Informationen. Soll ich noch von den Wächtern fern? So, schauen wir uns doch mal den Plan genauer an. Schlüssel da rein, hier, Sachen, die ich nicht lesen kann. Das war Handlungsfoto, eine U-Bahn-Skizze. Was ist das für ein Lied? Manifest der Außenweltler, um jeden Preis. Okay. Oh, das ist gar kein Gesicht. Ich weiß nicht, ob das ein gutes oder schlechtes Zeichen ist. Oh, kann ich hier mal was Cooles tun? Noch irgendwas drin? Ich glaube nicht. Ah, vielleicht da oben noch. Ja. Bomberjacke und Goldkette. Na, den finden wir jetzt einmal, den Loge. Irgendwo was Spannendes. Nicht so aus. Bomberjacke und Goldkette. Das ist auch cool. Ich hatte keine der Bomberjacke und Goldkette an. So, den Wächter zeige ich das mal nicht. Ich glaube, jemand mit einer Bomberjacke habe ich vorhin gesehen. Gehen wir mal mit dem. Kroni. Weißt du was, mein Freund? Halte dich von den Wächtern fern. Ja, das sagt hier jeder. Die sind bösartig und haben meinen Kumpel Pablo. Ja, 53 Jahre abzusitzen. Oh, der kann mir bestimmt helfen. Das ist Blazer, der in den Frühjahren mal zusammengearbeitet hat. Das letzte Mal. Dann hörte ich mir den Plan gegen die Neko-Corp. Das ist große böse Kooperation zusammen. Kann ich an seinem Bein so ein bisschen. Was ist mit dir? Ich bin gerade in die Nähe des Aufzugs gegangen und wurde von den Wächtern angebrüllt. Okay. Seit Jahren wird uns gesagt, dass die Oberfläche unbewohnbar ist. Wir akzeptieren das einfach so als Tatsache, aber warum? Ja, ist eine gute Frage. Da gibt es ja auch so diese Sozialexperimente, die zum Beispiel mit Affen gemacht worden ist, wo ein Affe immer irgendwie einen Gegenstand bekommen hat und hat er den bekommen, wurde eben dafür bestraft. Und dann haben die anderen Affen es gemerkt, dass es eine Bestrafung gibt bei diesem Gegenstand. Irgendwann ist dieser Gegenstand drin und keiner hat sich mehr getraut, das anzufassen, obwohl der ursprüngliche Affe, der dafür bestraft worden ist, gar nicht mehr existiert hat. Und so ging das dann einfach immer weiter, so als Legende. Und ja, so akzeptiert man ganz einfach Tatsachen. Ja, aber dafür kriegst du auch hier einen Schmuser. Es gibt hier einige tiefere Inhalte auf jeden Fall drin in diesem Spiel. So, was ist denn mit dir? Kann ich mit dir sprechen, Wächter? Die festgenommene Person war nicht Clementine. Suche fortsetzen. Ach. Jetzt zeige ich hier aber nichts. Du bist einfach ein Hologramm. Bei der bösen Neko Corporation. Und ist die Atombatterie, die ich wahrscheinlich brauche. Was ist mit dir? Was machst du denn hier? Ich war schon eine Ewigkeit darauf, dass Sublaré zurückkommt und mir hilft, diese Hütte wieder aufzustocken.
Der Chef ist nicht begeistert. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Niemand kann den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Da die beiden so inkompetent sind, könnte das keine Weile dauern. Er möchte nicht, dass ich hier reingehe. Komme ich irgendwie anders denn nicht rein? Von oben vielleicht? Was ist denn das da? Ein Kreis. Also dafür, dass der ganze Müll runtergeschickt wird in den Slums, ist das hier oben mülliger als in den Slums. Hey, das erste Mal, dass das geht. Schön. Sehr schön. Schön gemütlich gemacht, wie es für eine Katze gehört. Es wird da gestreckt. Okay, hier, das kenne ich. Da war ich. Hier ist der Typ mit Bomberjacke. Ah, was ein anderer. Da hat keine Goldkette. Was mit dir? Das ist der angesagte Laden im Stadtzentrum und der Ladenbesitzer ist ziemlich mürrisch. Was hältst du davon? Da bin ich ja schlecht gerade in der Nähe der Fabrik herum. Ah ja. Schauen wir uns doch mal diesen angesagten Laden an. Wir werfen erstmal unsere Krallen natürlich. Und sprechen auch mal mit ihm. Osi, bist du einer dieser jungen Rabauten, die die ganze Zeit laute Musik hören? Was ist an? Mach keinen Lärm, frag mich nicht nach einem Kredit. Diese grausame Musik zu hören. Ich hätte laute Musik für dich im Angebot. Dieser Coach lädt auch ein zu kratzen. Gegenstand einfügen, okay. Ich weiß zwar noch nicht warum, aber ich mach's mal. Ist die Frage, was es gebracht hat. Was es mir gebracht hat. Wahrscheinlich muss ich diesen Bomberjackentypen sprechen, dass er hier sich eine Bomberjacke neu besorgen kann. Ich konnte ihn deswegen ablenken. Kommen wir mal weiter. Laser, was geht? Ich wusste schon vorher, dass er so einen Gym brauche. Außer wenn mein Kontakt hat, den kurz den Atombetrieb aufklären. Das ist doch keine Bomberjacke, was er trägt, oder? Die versorgt die Nekoko-Fabrik, ist die ganze Gebietsgestörung schwer überhaupt zu kontrollieren, wenn kein Arbeiter ist. Besorgt mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hierbleibe, um in günstigen Zeitpunkt über die reinzukommen. Ah ja, also brauche ich wahrscheinlich das in den Laden doch.
Da sehe ich es doch schon. Stelenjacke. Und Helme. Ja, du wunderst dich auch, ne? Kriege ich nur den Helm her? Das hilft mir beim Denken. Helm. Oder reicht das schon? Nee, unbedingt zwei. Gut, dann schauen wir mal weiter. Hier war ich. Was bist du denn hier? Komme ich hier durch? Nee. Hier soll ich eindeutig nicht vorbei. Kein Schritt weiter. Zugang zum Ausmaß ist vollständig gesperrt und der Aufzug wurde deaktiviert. Bist du sicher? Kein Schritt weiter. Nee, wer sagt das denn? Die Polizei hat Angst davor, glaube ich. Hier geht es aber auch nicht im sinnigen Maße jedenfalls weiter. Okay. Dann schauen wir doch mal, wo ich... Hey. Welche tun, Chef? Kannst du nicht mit echtem Geld bezahlen. Hier ist irgendwie auch nichts, außer dass ich hier was kaputt machen kann. Oh. Ah. Das war doch reiner Zufall. Ist uns zu sehen, wie Roboter die Arbeit und das Verhalten der Menschen nachahmen. Sie scheinen die Burger und Streetfood zu verkaufen. Hier scheint mich an meinen Lieblingslokal zu Mensch war. Kein Einladen und der Name der Bedienung war, weiß nicht mehr, Finkelmann, glaube ich. Ah ja. Das ist wirklich interessant, dass sie sagen, so wie Menschen weiterleben. Hat uns Stände also doch gewollt, mal hinzuspringen. So, hier kriege ich auf jeden Fall Helme. Lache zurückkommen in der Hütte. Der wird nicht besser. In einer Bar rumhängen, kann er was erleben. In einer Bar. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder weiter und suchen ihn in einer Bar. Gefühlt habe ich nur eine Bar gesehen. Du hast einen Helm, den ich benötigen würde. Ich glaube, eine der Bars war hier.
Ja, bist du mal? Ja, du bist also nicht diese Bar. Hier kann ich doch mal rein. Ah, hier ist eine Bar. Versucht, einen Zielbord runterzuladen. Das beste Spiel zu einer Arbeit mit einer Malware angefangen. Bin nicht sicher warum, weil jetzt kommt mir alles schräg vor. Fabrik? Und pass mal auf, pass mal auf. Was mit dir? Ich weiß ja, dass es jemals gab. Aber das kann ich dir echt nicht sagen. Hier ist irgendwie nicht richtig. Kann ich das zufälligerweise zeigen und alles einlochen? Da gehst du da drauf? Wo sogar ein Völkerbolzenturnier gewann, nur so ein Spaß. Warum? Ich weiß nicht, ich kann, warum? Was mit dir? Bin verantwortlich für deines. Typ im Hinterzimmer ist schade. Okay. Der Typ da hinten ist von oben so wild. Du weißt, was ich meine. Halt in die Birne. Sieht auch so aus wie Alkoholismus haben hier, ne? Was mit dir? Was darf es heute sein, der kleine Herr aus der Welt? Wenn ich groß vorkomme, ich wünschte, ich könnte so klein sein, wie nur das versteckte Ort auskundschaften. Ja, ein paar habe ich schon gefunden. Ist ja aber alles am selben Tag spielen. Komm ich da rein? Zack, zack. Okay, das ist der hier mal geölt werden müsste. Ein Schlag auf den Hinterkopf. Ach, ich sehe es schon. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, wie das wirklich wird. Die besten Grüßen. Jetzt hilft er endlich weiter. Ich kann mit den Helm angeln. Ob es trotzdem einen versteckten Ort gibt, weil die das so explizit gesagt haben. Aber eine Erinnerung gibt es hier wahrscheinlich nicht. Das hilft mir nicht. Das ist auf jeden Fall eine Wand. Irgendwas Blaues. Blaues und eine Wand und das. Hey, was geht? Wieso brauchen die echt einen Friseur, ey? Also Arbeit ist Arbeit. Steppy, verlier nicht den Kopf drüber. Alter, hast du ein komisches Gefühl. Thank you.
Komme ich da nicht hoch irgendwie? Da oben muss ich irgendwie hochkommen. Aha, hier ist was. Wenn man zu einem Treffpunkt die Menschen zusammenkommen, reden, Witz erzählt, ein Geheimnis austauschen. War ein fröhlicher Ort. Schön, den die Menschen fortfahren, haben die Gefährten den Lehnen am Laufen gehalten. Daraus, dass Haare für den Normen, für den Erfolg sind, sondern nicht unbedingt notwendig waren. Ja, die sozialen Interaktionen, ne, untereinander. Da war auch dieses Geheimnis entdeckt. Auf jeden Fall muss Kung Fu eins an der Wand sein. Und irgendwo muss auch was Blaues. So. Arbeiten die wieder? Schreie ich mich immer mal weg, ne? Muss wahrscheinlich in diese Kiste rein. Transportiere dich. Ich glaube, das erste Mal, dass ich ja als Katze. Dass der Roboter mir dient. Und nicht andersherum. Das will ich aber langsam mal rausspringen hier. Das wäre so schön, wenn ich einen Jumpscare geben könnte. Also irgendwie verpasst, da so eine Animation einzuführen. So, Arbeiterhelm. Okay, hier komme ich wieder raus, nehme ich an. Weg, raus. Raus mit mir. Ja. Wie bin ich auf der anderen Seite auch herausgekommen? So, jetzt habe ich hier alles, aber diese Wand, glaube ich, die müsste hier bestimmt noch irgendwo sein. Ich renne hier mal nochmal rum. Schauen wir nochmal. Weil diese blöde Residenz. Hier hinten noch irgendwas Spannendes. Nee, einfach nur eine Sackgasse. Aber wie kann ich was übersetzen? So, Hölle mit den Wächtern. Lang Leben für die Außenweltler. Die Wächter halten die irgendwie drin hier. Kommt man hier irgendwie hoch? Nee. Ist hier noch irgendwas? Auch nicht. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Laser, ich hab alles. Kannst du dich umdrehen? Ja, mit Seil muss drehen, wie ich auch um. Ja, der Teil wird schon gehen. Als Einheitsgröße. Weiß ich, ein Kontrollpunkt. Na gut. Also an allen neuen Zuschauern, willkommen im Stream. Hoffentlich gefällt es euch. Schreibt gerne was in den Chat herein. Sagt mal Hallo oder so. Naja, schau die Kiste an. Schau aber nicht rein. Ne? Schau nur die Außenbereich der Kiste an.
rausspringen. Da spricht man gleich so ein bisschen, oh ja, hier schön Müllverbrennung hier dabei, ja, cooles System, oder? Aber wo geht's denn? Hier unten kommt der ganze Müll hin. Weil, aber oben sieht das ja auch so krass müllig aus, ne? Aber da unten... gleich mal einen Witz erzählt. Was rausgehauen. So. Ich würde sagen, ich gehe einfach mal durch. Okay. Ja. Das ist nur eine Kiste. Jetzt drehe ich nicht wieder um. Hoch, hoch. Dass sie daraus jetzt noch ein Schleichgame machen. So, wo möchte ich denn eigentlich lang? Ich glaube, ich möchte... Oben scannen sie gar nichts. Ich möchte in diese Tür rein, nehme ich an. Dann mache ich das einfach mal. Tschüss, ich bin die Katze. Schleichender Experte. Was musst du denn da? Hey, gut, dass ihr hier bist. Kannst du mir helfen? Ich habe in dieser dunklen, riesigen, habe ich die Schlüssel zu meiner Wohnung verloren. Sie haben sich geweigert. Und wenn du irgendwo hingehen kannst... mehr Arbeit hier. Ich werde ewig dankbar sein, ja? Okay. Wie ist halt danach mal ausschauen? Eine blöde Drohne. Ja, wirklich jetzt. Die schießen ja scharf. So. Das solltest du dich aber jetzt nicht mehr. Oh Gott. Das ist nur eine Kiste, da ist niemand nichts drin in dieser Kiste. Soll ich irgendwann den Fokus verlieren? Okay, die verfolgen einen weiter. Geht, glaube ich, da hinten muss ich durch. Die Katze hält echt nicht viel aus. Hier. Ja gut, es ist auch einfach ein guter Punkt, um einen kurzen Break zu machen. Von daher würde ich sagen, in der nächsten Episode gehen wir durch diese ominöse Fabrik und erkunden diese ganz genau. Ja, wieder mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt die Episode 4. Kommt natürlich alles wieder auf YouTube hoch, ein bisschen gekürzt. Und dann gibt es die Episode 5, wie wir durch die Fabrik schleichen. Von daher vielen lieben Dank wie immer fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.